Gut, dann guten Morgen, willkommen zur Fraktionssitzung vom 24.11.2015. Wir fangen wie immer an mit dem Bericht der Pressestelle. Ingo. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben uns ja selber die Regeln auferlegt, dass planbare Themen zur besseren Koordinierung und Vorbereitung und Effektivitätssteigerung entsprechend angemeldet werden müssen, und zwar in der Woche davor bis zu dem Donnerstag um 15 Uhr. Das ist für diese Woche mit null Einreichungen geschehen, respektive nicht geschehen. Deswegen gibt es die Entscheidung, dass wir in dieser Woche zu planbaren Themen keinerlei Pressemitteilungen rausschicken. Natürlich, wenn jetzt irgendwas spontan passiert und müssen wir dann spontan reagieren, logisch. Aber wenn das Thema planbar gewesen wäre, werden wir uns in dieser Woche dazu nicht äußern. Fertig. Dann der Bericht von Hartmut als nächstes. Ja, ein erster Hinweis zur Weihnachtsfeier. Stand der Anmeldungen, wir haben Stand heute 8.15 Uhr, haben wir 28 Fraktionsmitarbeiter, die sich angemeldet haben. Das liegt auf dem Vorjahresniveau. Was die MDL und die persönlichen Mitarbeiter betrifft, liegen wir bei 10 Anmeldungen. Im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 27. Ich wollte da noch mal darauf hinweisen. Dann gibt es ein paar Vorlagen. Und zwar einmal der Vorschlag zur Kommunikation im Rahmen der Ausstellung der Opfer der NSU. Hintergrund ist, die Ausstellung ist ja safe, die ist ja schon länger bekannt. Hier geht es um ein Kommunikationskonzept, also wie schaffen wir dort auch eine größtmögliche Öffentlichkeit zu erzeugen, eine sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit zu erzeugen. Und die Vorlage ist deswegen da, weil das Konzept die Mitarbeit der Mitglieder der Fraktion vorsieht. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass während die Ausstellung hier im Foyer steht, das sind 4 Wochen, wir haben eine Eröffnung, wir haben nochmal einen Vortrag am 29. Januar, wollen wir in jeder Woche mindestens 2 Schulklassen oder auch Seminare von Studenten, wollen wir eine Führung machen. Das setzt allerdings voraus, dass dann auch ein MDL dabei ist, dass Kontakte zu Schulen aufgenommen werden. Was man jetzt vor den Weihnachtsferien allerdings nicht anleiert, wird man im nächsten Jahr nicht mehr schaffen, weil auch in Schulen muss ein bisschen geplant werden. Deswegen macht das natürlich nur Sinn, wenn die entsprechende Unterstützung und wenn die Sinnhaftigkeit dieser Veranstaltung so auch gesehen wird. Mal bitte. Ich nehme an, dass der Titel der Ausstellung des NSU heißen soll, weshalb, also offiziell. Okay. Gut. Gibt es Fragen zu dieser Vorlage? Der Grumpy. In dem Zusammenhang wollte ich ganz einfach fragen, inwieweit die anwesenden Abgeordneten halt mal Kontakte zu ihren eigenen Schulen von früher aufgebaut haben. Weil das setzt halt schon voraus, dass wir dann da selber proaktiv nochmal halt Schulklassen selber einladen zusätzlich. Würde mich mal interessieren. Ja. Nein, nur grob habt ihr da selber... Es gibt 2 Nicken. Das Meinungsbild fällt überwiegend nickend aus. Ganz schön nickelig, ja. Ja, gibt es weitere Fragen, die der Hartmut vielleicht beantworten kann? Nicht jeder für sich. Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann... Ja, wenn wir jetzt da diese Schulkontakte haben, läuft das dann alles über Tina oder schreiben wir die selbst ab und sagen, wir haben ja eine Ausstellung, wollt ihr vorbeikommen oder habt ihr euch da schon was Genaueres gedacht? Nein, also wenn... Also ich würde sagen, das wird koordiniert von der Pressestelle und von der Tina zusammen. Also ich bin auch als Ansprechpartner da. Also wenn jetzt einige sagen, wir gehen das an, dann müssen wir das einfach sammeln, weil wir müssen die Termine ja koordinieren.
Das heißt, wir würden im Laufe dieser Woche bzw. im Laufe der nächsten Woche versuchen, den Sack zuzumachen, dass wir wissen, wo gehen wir hin. Das geht ja auch um Studenten. Da würden wir auch noch mal schauen, mit dem Hilmar zu sprechen, der ja auch Kontakt an den Hochschulen hat, sodass wir versuchen müssten, in den nächsten anderthalb Wochen die Einladungen sicher zu machen und die Gruppen abzustimmen. Also ich denke mal, anderthalb Wochen werden wir dafür brauchen. Und es ist natürlich, jeder soll sich einfach melden. Wir können den Kontakt ja selber machen, aber wichtig ist, dass wir immer ein MDL dabei haben. Und es muss auch nicht sein, dass der MDL bei der ganzen Führung dabei ist, sondern ich sag mal, so eine Stunde Diskussion würde völlig ausreichen. Ich muss einfach mal super denken. Olaf. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage. Von wann bis wann ist, also was ist, sind die genauen Zeitrahmen? Weil das sind eventuell ja auch Gruppen, die, also Frage ist wegen Gruppen, die nicht unbedingt aus Schulen kommen. Also wir sind davon ausgegangen, dass so eine Führung ungefähr 4 Stunden dauert mit Vorbereitung, Nachbereitung. Und der Zeitraum ist vom 19. Januar bis zum 15. Februar. 4 Stunden? Naja, wir haben dort, es gibt, wir werden dort Mitarbeiter haben, die wir schulen, die extra, die auch mit den Leuten, mit den Schülern oder mit den Studenten in eine Diskussion eintreten können. Das heißt, die werden ja empfangen, das dauert ja schon mal eine halbe Stunde. Es muss nicht 4 Stunden sein, aber wir reden von, also nicht für den Abgeordneten, sondern die Führung, die selber. Ich dachte jetzt an die armen Schüler. Ja, am Schüler, ja. Mit Pausen. Wir rechnen jetzt mal großzügig und nicht so knapp. Wenn man jetzt anderthalb Stunden sagt, dann sagt man, ist auch gleich wieder vorbei. Aber bis maximal 4 Stunden. Wenn die ein Interesse haben, kann man sich mit denen unterhalten. Da kann eine Diskussion mit Referenten entstehen, sodass 4 Stunden das Maximale ist, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bei den Abgeordneten sehe ich höchstens maximal 1 Stunde. Wir würden das konzipieren, wie das funktioniert, die Führung und so weiter. Ich stelle jetzt nochmal ausdrücklich fest, das hat nichts mit dem Besucherprogramm des Landtags zu tun. Das heißt, die Schüler bekommen hier kein Flug, bekommen hier kein, Nettprogramm des Landtags hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein. Das heißt, wir laden die ein, um die Ausstellung NSU hier zu besuchen und nicht hier, was sonst hier gängig und üblich ist. Olaf möchte noch eine Nachfrage stellen. Die Frage war, Datum steht, glaube ich, auch da. Nee, was ich meine, was ist denn jetzt bei diesen 4 Stunden die späteste Uhrzeit, wo eine Gruppe hier hinkommen kann? Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil ich nehme ja auch mal an, dass das Wochenende ausgeklammert ist. Ja, Samstag, Sonntag ist ausgeklammert. Also, was ist die späteste Uhrzeit, die möglich also ist, dass es beginnt? Würden wir jetzt heute noch mal festlegen und dann einfach noch mal mitteilen? Auch die Konzeption, wie wir das machen. Auch Referenten sollen ja eingebunden werden. Es geht auch darum, dass ein Gespräch möglich sein soll über Dinge. Ich habe mal ein Interesse, ich hätte noch die und die Frage, das wollen wir nicht ausschließen. Deswegen ist 4 Stunden das Maximale. Aber im Prinzip geht es um eine Führung durch die Ausstellung, über die Inhalte der Ausstellung. Und wir werden auch Mitarbeiter briefen, die die ganzen Organisationsarbeiten, was diese Führung betrifft, auch dann übernehmen. Was die Konzeption im Detail betrifft, würden wir uns einfach mit den Kollegen vom PUR nochmal, von der Enquete nochmal zusammensetzen. Vom PUR, Entschuldigung. Frank. Ja, ich möchte das nochmal verstärken, was Olaf gemeint hat, beziehungsweise deutlicher sagen. Es wäre gut, wenn auch in den Abendstunden halt eine Möglichkeit da wäre, die Ausstellung zu besuchen, weil es gibt halt einfach Leute, die tagsüber arbeiten, zu den üblichen Bürozeiten und die aber vielleicht spät Nachmittag oder Abend da mal reingucken möchten. Wenn man sowas prüfen könnte, fände ich sehr gut. Und da guckt ihr sicherlich drauf. Aber ich würde die Terminliste, die dann jetzt gemacht wird, abgleichen mit den Karnevalsveranstaltungen, die auch hier im Landtag stattfinden, Anfang Februar, dass es da nicht doofe Überschneidungen gibt. Weil da werden die Schüler schon selber drauf achten. Ich glaube, er meint was anderes. Du lädst zu NSU ein und dann Mann. Toso, Olaf, du kannst dein Mikro ausmachen, sonst hört man im Stream, was ihr hier für Witze über die NSU-Opfer macht. Nein, das ist Spaß. Die Karnevalsleute. Das wäre nicht. Nein. Okay. Abu möchte antworten. Muni, möchtest du danach noch was sagen? Dann also bist du nicht mehr auf der Rednerliste. Also ich nehme jetzt erstmal nur zur Kenntnis, das wird so unterstützt und dann würden wir das konkretisieren. Ich nehme jetzt mit, Abendstunden wären interessant, ich sage mal so bis 20 Uhr.
als Option nehmen wir mit. Wir würden das jetzt mal konkret dann durchplanen und jedem Einzelnen mitteilen. Lukas. Okay, also das Konzept kommt und auch quasi wirklich konkrete Informationen, weil so wie es da jetzt steht in der Aufgabenstellung, es verwirrt mich selbst. Es wird von Auftaktveranstaltung am 19. und am 29. gesprochen, dann soll ein Vortrag zur Auftaktveranstaltung am 29. erfolgen, die Eröffnung ist aber am 19., also das erscheint mir so ein bisschen widersprüchlich, beziehungsweise wie auch immer, ich würde halt ganz gerne, oder was ich machen würde, ist meine persönliche Mitarbeiterin damit beauftragen, unsere Schulkontakte abzuklappern. Da braucht sie halt entsprechend Informationen an die Hand, ohne jetzt diese ganze Diskussion hier mitbekommen zu haben. Wenn ihr das hinkriegt, ist alles super. Ne? Sodass die dann einfach los kann. Ingo. Möchtet ihr, dass wir das jetzt nochmal kurz sortieren, sodass wir jetzt diese ganzen Daten nochmal übereinkriegen, weil ich sehe dieses Missverständnis, was Lukas gerade angesprochen hat, oder sagen wir, das vertagen wir jetzt, weil ich könnte versuchen, das nochmal zu erklären, wie dieser Gedankengang entstanden ist zu dem, was Hartmut gerade vorgestellt hat. Also wenn ihr wollt, kann ich das versuchen, nochmal einzuordnen, ansonsten gehen wir einfach weiter in der Tagesordnung. Das ist ein Synonym, Eröffnung und Auftakt. Vertagt werden, also wenn alle Anwesen hier sagen, wir finden das gut, dann reicht das ja aus, weil wir brauchen ja nicht jetzt 20 Schulklassen oder 15, das würde ja völlig ausreichen. Nochmal Hinweis zu den Terminen, das ist die Konzeption der Ausstellung. Die Ausstellung ist so eingekauft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass es am 19. die Eröffnung gibt und dass die Dame, die das macht und sich damit befasst hat und die Ausstellung konzipiert hat, am 29. nochmal einen Vortrag halten wird. Das ist sozusagen Kern der Ausstellung. Was wir ergänzen, ist praktisch jetzt, dass wir das der Öffentlichkeit eröffnen. Das ist sozusagen der Punkt mit den Schulklassen, mit den Studenten. Und das würden wir jetzt konzeptionell vorbereiten. Mir reichen die Botschaften von heute aus, da brauchen wir keine Zustimmung, sondern ich gehe davon aus, dass wir das hinkriegen. Dann soll das so sein. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Warte auf Hartmut. Nächster Punkt. Satzungsänderung. Ich kann mich ja nicht einfach so melden jetzt hier. Ne? Nein, ich habe dir ja quasi vor der Zeit mit den Worten, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Beschlussvorschlag zur Änderung der Satzung. Hintergrund ist, es gab eine Neuwahl des Vorstandes. Das bedeutet, dass man an der Sparkasse auch mitteilt, wer ist jetzt Mitglied im Vorstand. Dann erwarten die auch eine Übermittlung der aktuellen Satzung. Und dann ist denen halt aufgefallen, dass es dort dass der ursprünglich dort vorhandene Satz, zwei Mitglieder des Vorstandes sind gemeinsam vertretungsberechtigt, fehlt. Da die Sparkasse weiß, dass der Vorstand aus 5 Mitgliedern besteht, bedeutet das 3 Unterschriften aus Sicht der Sparkasse. Und der Vorschlag ist, das kann man so machen, verkompliziert die Dinge allerdings. Der Vorschlag ist, den Satz, der gestrichen wurde, wir haben versucht, das zu eruieren, wenn da jetzt nicht wahnsinnig grundsätzliche Erwägungen mit verbunden sind, den Satz doch einfach aus Gründen der Praktikabilität wieder aufzunehmen. Ja, ich sagte jetzt erst selber was zu, Entschuldigung, keine Hand gesehen. Haben wir damals rausgenommen, weil derselbe Satz steht nochmal in der Finanzordnung. Die Sparkasse kann nicht in die Finanzordnung gucken, die gucken nur in die Satzung und ja, dann schreiben wir es halt wieder in die Satzung. Sehe keine weitere Wortmeldung? Oh doch, dann Grumpy. Ich wollte nur sagen, halt dann, dass wir das halt schon mal wissen. Wir sind halt nicht beschlussfähig für Satzungsänderungsanträge. Von daher dann nächste Woche nochmal, wäre mein Vorschlag. Ja, und warum konnte ich das jetzt nicht sagen? Hätte ich doch eh gemusst. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt.
B32/2015. Hartmut, ich erteile dir das Wort. Und zwar gestern ist von Frank Herrmann eingebracht worden eine Veranstaltung, die schon sehr erfolgreich in den letzten Jahren durchgeführt wurde, schon 10-mal, das Fan-Hearing. Und die Überlegung ist, dass dieses Fan-Hearing eine Veranstaltung der Fraktion wird, dass wir das als Fraktion tragen, als Fraktion organisieren und auch durchführen, so ähnlich wie das KVT-Treffen ja auch. Und das ist der Vorschlag. Wir würden das Fan-Hearing in die Kommunikationsformate der Fraktion mit aufnehmen und dann auch von der Fraktion aus organisieren und durchführen. Gibt es dazu Fragen, Wortmeldungen? Keine. Dann können wir darüber jetzt abstimmen. Doch, der Frank. Entschuldigung, ja, doch, die Gelegenheit. Ich würde das begrüßen, wenn die Fraktion das unterstützt. Frank unterstützt seinen eigenen Antrag, okay. Ja, Olaf. Die ist jetzt gar nicht mal pro oder contra. Ist okay, wenn du das schon 10-mal gemacht hast, sollst du das von mir aus auch weitermachen. Nur, was bedeutet das jetzt offiziell in die Kommunikationsstrukturen aufnehmen? Also, ich sag mal so, was ist eigentlich der Sinn oder Inhalt weitergehend, außer dass du die Arbeit weiter hast? Ist okay. Hartmut Frank. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir müssen zwischen zwei Aktivitäten unterscheiden. Aktivitäten des Abgeordneten und Aktivitäten der Fraktion. Und zwar, wenn wir die Mittel einsetzen, der Fraktion, dann brauchen wir einen Beschluss der Fraktion. Dann muss es eine Fraktionsveranstaltung sein. Sonst ist es eine von Frank Herrmann, dann muss er da selber organisieren. Wenn wir die Mittel der Fraktion einsetzen wollen und die Kräfte ein bisschen bündeln, sollten wir attraktive Formate, die einzelne Abgeordnete entwickelt haben, in den Fraktionsschoß holen. Das ist die Idee dabei. Möchtest du was ergänzen, Frank? Besser hätte ich es nicht sagen können. Also bisher habe ich das halt alles organisiert und mit Marie und Markus und Henry. Und ja, würde mich freuen, wenn wir das jetzt mit vereinten Kräften noch besser und größer und so weiter machen. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann können wir über diese Beschlussvorlage über diesen Beschlussvorschlag jetzt abstimmen. Wer dafür ist, der möge sich bitte jetzt melden. Das ist einstimmig. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Darf ich noch mal was zu dem vorherigen sagen? Ja, bitte. Mit der Satzungsänderung. Das betrifft ja vor allem mich und meine Arbeit. Und wenn wir das jetzt auf nächste Woche schieben, und letzte Woche waren wir ja schon mal gar nicht beschlussfähig, und vielleicht sind ja dieses Jahr komplett nicht mehr 12 Abgeordnete anwesend in einer Fraktionssitzung, kann man das vielleicht als Umlaufbeschluss einstellen, damit die Arbeit... Das geht auch. Kerstin, das war ein netter Versuch. Ja. Die Leute halt, müssen das halt drei Unterschriften sein. Nee, tatsächlich, zur Not. Ich spreche einfach mal. Dietmar. Wenn ich das richtig verstanden habe, stößt sich die Sparkasse daran, dass das, was in der Finanzordnung steht, nicht in der Satzung steht. Ist das richtig? Ich nehme nur die Satzung als Grundlage. Nun, die Finanzordnung ist aber Bestandteil der Satzung. Dann bitte ich darum. Glaubst du nicht, dass ich das auch irgendwann mal gesagt habe? Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, 30/2015. Dazu gibt es eine PowerPoint-Präsentation. Ich würde vorschlagen, dass wir die präsentieren, weil es geht ja um etwas, was wir noch nachholen müssen.
und was ich mit Kerstin jetzt in den letzten zwei Wochen vorbereitet habe und was wir zum Abschluss bringen müssen. Die Moni. Ich sage jetzt nur mal, dass ich um 12, kurz vor 12 weg bin. Wenn es Dinge gibt, die wir abstimmen müssen, sollten wir das bitte, bitte jetzt tun, weil wir noch Anträge haben. Nicht, dass gleich der erste Termin hat, weil wir sind gerade ein über Beschlussfähigkeit. Vielleicht gerade jetzt eben schon mal die Dinge machen, die... Gut, verstanden. Leider ohne Mikro, aber ich habe dich verstanden. Ist das okay, wenn wir das verschieben? Klar ist das okay, wir machen das jetzt einfach so. PowerPoint wieder aus, nächster Punkt. ja, dann sind wir fertig mit den Beschlussvorlagen, Top 2. Wollen wir noch abstimmen? Ja, das können wir machen. Wir könnten jetzt nachholen. Nein, wir holen jetzt nach den Beschluss zu dem nicht öffentlichen Teil. Ich sehe da gewisse Probleme. Wo sind wir denn? Ich habe mich vertan. Copy-Paste-Fehler. Wir haben einmal Hartmut. Nein. Wir haben einmal Grumpy mit 10 Minuten für Taktik und wir haben einmal Olaf für AFKJ auch mit 10 Minuten. Also sag ich mal, wollen wir einen nicht öffentlichen Teil von einer halben Stunde abhalten? Wer dagegen ist, möge sich jetzt melden. Der Toso ist dagegen. Möchtest du das begründen? Gleiche Begründung wie immer. Es ist für denjenigen, der wirklich im Stream hängt, total toll, an, aus zu machen. Ich weiß ja gar nicht, wann wir das machen. Machen wir das, ist das zum Ende hin? Ich hatte es jetzt so verstanden, dass das jetzt sein sollte. Nein, das ist wie immer. Also, dann zum Ende ist mir das egal. Der Olaf... Die Frage von wegen Öffentlichkeit oder Nicht-Öffentlichkeit hat sich bei mir erledigt. Das kann auch im öffentlichen Teil passieren jetzt. Ich hatte das ja gebracht und es ist aber eigentlich zu einer Entscheidung gekommen. Die wollte ich eigentlich hier und ist auch egal. Es muss nicht im nicht-öffentlichen Teil, es kann gut im öffentlichen Teil laufen. Gut, dann annulliere ich jetzt die vorherige Abstimmung. Wir machen eine neue. Sollen wir einen nicht-öffentlichen Teil am Ende der Fraktionssitzung von einer Viertelstunde machen für den Taktikteil, den Grumpy hier angemeldet hat. Wer dagegen ist, möge sich jetzt bitte zu Wort melden. Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Das wollte ich schon immer mal sagen. So, dann kommen wir jetzt zu Top 3. Benennung von Mitgliedern. Es geht um die Stiftung zur Nachwuchsförderung im Leistungssport. Und da endet eine Berufungszeit, und zwar am 11.12. Und wir müssen ein neues Mitglied benennen. Im Moment ist das Lukas und die Frage ist, wer soll da hingehen? Möchte der Lukas dazu vielleicht etwas sagen? Ja, das ist tatsächlich befristet. Ja, ich würde der halber einfach vorschlagen, wir führen eine Online-Konsultation durch und die Menschen entscheiden, wer... Nein, Quatsch. Ich würde das einfach weitermachen wollen. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich das einfach weitermachen. Ich glaube, bis jetzt gab es 3 Kuratoriumssitzungen oder 4 in der Legislaturperiode. Alles gut. Hat da sonst noch jemand Lust drauf? Viel Fahrerei, weil das immer überall in der Welt... Stell fest, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich das Ganze jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass der Lukas das weitermacht, ich warte eben auf das Copy-Paste. So. Wer dafür ist, dass der Lukas, nein, wer dagegen ist, dass der Lukas das weitermacht, der möge sich jetzt melden. Das ist niemand. Enthält sich irgendjemand bei der Abstimmung? Auch das ist nicht der Fall. Dann ist das einstimmig. Ich bedanke mich für euer Vertrauen. Dann gibt es demnächst eine Arbeitsgruppe. Dann gibt es demnächst eine Arbeitsgruppe Energievorbild Landtagsgebäude. Da müssen wir Mitglieder benennen, also Mitglied 1. Olli und Danabot sind beide nicht da. Ja, aber wen davon?
Jetzt brauchen wir Vorschläge. Frank, Simone. Ich würde Dannebaut vorschlagen. Simone. Die erste Sitzung findet Anfang 2016. Wie zeitkritisch ist das denn, dass wir jemanden melden? Vielleicht sollten wir warten, bis einer von den beiden Herren wieder da ist und vielleicht freiwillig sagen kann, dass das gerne machen möchte. Auch Bock da drauf. Ja. Das ist eine gute Idee, Lukas. Die werde ich nicht in dieses Mikro wiederholen. Ist das in Ordnung? Gut. Ja, dann schieben wir jetzt diesen Punkt auf nächste Woche. Ist, glaube ich, der beste Vorschlag. Dachte, wir könnten das jetzt hier wild bei Nicht-Teilnahme von den... Ist egal. Dann kommen wir zu Top 4 Anträge fürs nächste Plenum. Erster Antrag... Europaeinheitliche Regelungen zum Verbot von Bisphenol A anstreben und vorbeugenden Gesundheitsschutz ernst nehmen. Die Simone möchte dazu vielleicht was sagen. Ja, ich hatte ja schon einen Antrag im Mai, wo es um die Kennzeichnung von Bisphenol A ging. Daraufhin war man auf mich zugetreten von der SPD und sagte, Mensch, ey, wir sind ja total auf eurer Seite, irgendwie wollen das Zeug sogar verbieten. Lass uns doch einen gemeinsamen Antrag machen. Daraufhin habe ich meinen Antrag ins umgekehrte Verfahren gegeben. Über den Sommer haben alle Referenten, also Grüne, SPD und unsere Referentin, gemeinsam einen wunderbaren Antrag entwickelt, wo auch unsere Änderungswünsche aufgenommen worden sind. Der ist dann aber wohl noch mal von der SPD ins Wirtschaftsministerium geschickt worden. Das Ergebnis war, dass ich vor 3 Wochen den fertigen Antrag dann bekommen habe, der so gar nichts mehr zu tun hatte mit dem, was die Referenten im Sommer erarbeitet haben. Daraufhin habe ich gesagt, ich mache jetzt nicht bei meinem alten Antrag einen Änderungsantrag, sondern wir nehmen einfach den richtig schicken Antrag, den die Referenten alle zusammen im Sommer erarbeitet haben und geben den jetzt neu ein, konkurrierend natürlich zu dem Wischiwaschi-Antrag, der jetzt von SPD und Grünen zu diesem Plenum eingereicht wird. Gibt es dazu Fragen? Danke. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann kommen wir da zur Abstimmung. Wer dagegen ist, dass wir den Antrag im Plenum einbringen, der möge sich jetzt melden. Enthält sich jemand? Das ist nicht der der Olli enthält sich. Laut Satzung muss ich übrigens sagen, dass wir jetzt einer mehr sind. Wir sind einer mehr. Der Olli ist nach der Abstimmung erst gekommen, möchte er behaupten. Er hat noch nicht aufgebaut. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Abschiebung in Verfolgung, Hunger, Kälte und Not stoppen. NRW muss die Abschiebung von Flüchtlingen in den Westbalkan über den Winter aussetzen. Simone und Frank, wer von euch beiden möchte was dazu sagen? Die Simone. Wir hatten das ja in ähnlicher Art vor 2 Jahren schon mal gestellt, mit dem Unterschied jetzt, dass das Ganze leider befristet sein muss auf 3 Monate. Also wenn wir den jetzt stellen, dann wäre das eben dann Dezember, Januar, Februar. Und man kann das also nicht mehr so auf über den ganzen Winter, dass man sagt, irgendwie bis April oder so. Ansonsten unterscheidet er sich nicht wesentlich von dem Antrag vor 2 Jahren. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Olaf? Oh, Michelle? Dann Olaf. Habe ich jetzt richtig verstanden? Das liegt ja wahrscheinlich an der Bundesregelung, dass das Land nicht länger darf. Also, weil die Frage ist immer die Frage, die ich mich jetzt stelle, warum nur ne, Winter? Also ich meine eigentlich, ne, das war auch dieselbe Diskussion, die man ja im Finanzausschuss, ist von oben her bundesweit gedeckelt ja. Oder so. Alles klar. Gibt es weitere Fragen dazu? Stellt fest, das ist nicht der Fall, dann können wir darüber abstimmen. Ob wir diesen Antrag einbringen. Wer dagegen ist, diesen Antrag einzubringen, möge sich jetzt melden. Das ist eine gute Idee. Die Grünen wären bestimmt dabei, wenn sie nicht in der Regierung wären. Wer sich enthalten will, möge sich jetzt melden. Ich stelle fest, das ist einstimmig. Nächster Punkt. Lehrkräfte für die Potenziale von Open Educational Resources und den verantwortungsvollen Einsatz von freien Lehrmaterialien sensibilisieren. Moni.
Das ist letztendlich der Entschließungsantrag, den wir letztes Mal schon fürs Plenum gestellt haben, wo aber nicht klar war, dass man, wenn man einen Entschließungsantrag zum Gesetz stellt, der nicht mit in den Ausschuss geht, sondern direkt im Plenum abgestimmt wird. Deshalb haben wir den ja dann kurzfristig zurückgezogen. Der ist jetzt noch ein bisschen ausgearbeitet und als normaler Antrag formuliert. Uns geht es darum, dass der mit in die große Anhörung zum Lehrerausbildungsgesetz geht, was gerade novelliert wird. Und er ist inhaltlich im Grunde ähnlich wie der Entschließungsantrag. Wir haben ihn etwas ausgebaut nach der Diskussion zum Thema Lobbyismus an Schulen haben wir ihn noch ein bisschen in die Richtung erweitert, dass halt auch das Thema Lobbyismus an Schulen in der Lehrerausbildung mehr Gewicht haben muss oder die Lehrer dafür sensibilisiert werden müssen. Aber ansonsten ist das nichts anderes. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Gibt es Fragen zu dem Antrag? Die Moni fragt also zu ihrem eigenen. Also wir beide müssen uns noch darüber unterhalten, ob wir den tatsächlich so laufen lassen wollen. Also wir müssten noch miteinander sprechen, ob wir den nicht auch ins umgekehrte Verfahren nehmen oder was auch immer und ob wir da jetzt eine Geschichte zu erzählen wollen. Das müssten wir jetzt halt heute Morgen gleich mal eben noch klären. Das umgekehrte Verfahren würde Sinn machen, damit es in die Anhörung vernünftig reinkommt. Nee, wird es gar nicht. Nee, dann reden wir nach der... Nee, ist schon, du hast schon recht. Ja, machen wir gleich. Okay. Nochmal, Moni. Ja, nur der Vollständigkeit halber, es gibt ja einen weiteren Antrag, der ist hier nicht aufgeführt. Das ist der Antrag aller Fraktionen, beziehungsweise im Moment sieht es so aus, als würde die CDU sagen, ba, machen wir aber nicht. Das ist der Antrag, der auf der Kanada-Reise entstanden ist, wo es darum geht, dass für die Schulen diese Willkommensbroschüre erstellt werden soll. Das ist nichts Dolles, aber es ist einfach ein Zeichen, letztendlich auch, dass wir im Ausschuss für Schule gemeinsam gucken wollen, wie wir weiter vorgehen. Wie gesagt, das wird die Situation nicht retten, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn altersgemäß, sage ich mal, Hefte erstellt werden, wo jeder Kollege erstmal gucken kann, mitarbeiten kann. Dazu soll es ein Lehrerheft geben und dass das auf den Weg gebracht wird mit Kinderschutzorganisationen und allen möglichen Verbänden, finde ich eine gute Sache. Aber der ist auch schon positiv abgestimmt, nur dass wir ihn nicht vergessen, gleich im Verfahren. Jo, den hatten wir beim letzten Mal schon. Gut, wenn es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen mehr gibt, kämen wir auch da zur Abstimmung. Wer dagegen ist, diesen Antrag zu stellen, möge sich jetzt melden oder für immer schweigen. Möchte sich jemand enthalten, dann ist das einstimmig. Nächster Antrag. Nordrhein-Westfalen setzt ein Zeichen für ein Leben in Freiheit und Vielfalt in der Europäischen Union. Ein Fraktionsantrag. Wer möchte dazu etwas sagen? Frank, Dirk, Joachim, Nico. Ich kann dazu kurz was sagen. Die Fraktionen des Landtags und die PGF haben sich darauf verständigt, wir hatten das Ganze ja schon einmal zu einem anderen traurigen Anlass, dass wir hier eine Resolution verabschiedet haben. Wir selber hier haben da auch schon mal nach Paris halt was vorbereitet und alle Fraktionen sind sich darin einig, dass der Inhalt dieser Thematik doch etwas pikanter ist und man da etwas mehr Zeit braucht und haben beim Präsidium entsprechend beantragt, dass wir einen Platzhalter setzen für kommende Woche Mittwoch zu dem Thema, sodass sich dann halt alle Fraktionen nochmal gemeinsam darauf verständigen können, ob und wie man entsprechend inhaltlich so etwas einbringen kann. Von daher sehe ich hier jetzt nicht die Eile tatsächlich, da nach vorne zu preschen. Von daher, wir haben da in Anführungsstrichen noch eine Woche Zeit und könnten inhaltlich diesen einen Punkt per Umlauf auch noch machen. Der Frank möchte was sagen. Der Frank denkt noch, weil die Information ja, die ist ja ganz neu dann jetzt gerade. Wobei zu dem vorliegenden Entwurf würde ich meine Zustimmung geben,
wenn das hier in der Gruppe mehrheitlich der Fall ist oder vielleicht einstimmig, dann ist das ja schon mal eine gute Grundlage für eventuelle Gespräche, weil ich glaube schon, dass wir ja, also dass bis nächsten Dienstag ja Gespräche stattfinden. Das heißt, insofern wäre vielleicht schon gut, wenn wir hier drüber eine Abstimmung machen, weil das ist dann die Basis für unsere Abstimmung mit den anderen Fraktionen. Wobei ich auch sagen würde, dass wenn wir jetzt eine Abstimmung machen, dass unser Ausgangspunkt ist, das Ergebnis mag sich davon unterscheiden, weil wir ja möglicherweise was Gemeinsames machen, aber es war ja auch schon angedacht, falls wir nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen, dass wir dann für uns was im Petto haben. Also sprich, wenn die Vorstellungen der anderen so weit gehen, dass wir sie nicht mittragen können. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde schon für eine Abstimmung plädieren, als dass das hier unsere Ausgangsbasis für Verhandlungen ist. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Der Olaf. Ich muss einfach ehrlich sagen, ich kenne sie nicht, die Vorlage. Da war ich in der Enquete-Kommission während die Kirks. Weil deswegen kenne ich sie nicht und müsste mich zumindest enthalten. Das ist es also, das ist der Hintergrund. Ja, ich, jetzt in Sekunden. Resolution. Toso. Ich hatte auch, da ich gestern Verfassungskommission hatte, nur kurz Zeit, da mal drüber zu schauen und habe nach den ersten paar Sätzen direkt gestoppt. Das ist diese Resolution, wo drin steht, dass wir mit den Nationen diversen fühlen. War das richtig? Das fing, glaube ich, schon so sehr seltsam an. Also ich fühle gerne mit Menschen, aber nicht mit Nationen. Und an der Stelle, so eine Resolution schließe ich mich gerne an, aber dann müssen wir den Text, glaube ich, nochmal überarbeiten. Der Olli. Grundsätzlich heißt er immer eigentlich nicht. Grundsätzlich brauchen wir so eine Resolution nicht, meiner Meinung nach. Aber, also wir brauchen sie nicht, weil wir können es auch anders äußern. Und, aber wir werden sicherlich eine haben von den anderen. Wir können die von mir aus, wenn die anderen keinen gemeinsamen Antrag vorschlagen, können wir das Ding auch zurückziehen. Meiner Meinung nach, dann brauchen wir damit auch nicht ins Parlament. Aber wenn die anderen, damit einer gemeinsamen Sache ankommen, dann brauchen wir möglicherweise eine Verhandlungsgrundlage, aber wir brauchen auch was Eigenes deshalb, damit wir nachher nicht ganz ohne dastehen, wenn wir sagen, nö, wir wollen aber nicht mit einer CDU, einer SPD, die auf Bundesebene mit einer rechtspopulistischen Partei koalieren, die das Ganze konterkarieren, was da steht, zusammen was machen. Wir wollen auch nicht zusammen was machen mit Leuten, die uns nachher vorwerfen, wir wären ja für Vorratsdatenspeicherung gewesen. Und dann brauchen wir sozusagen ein eigenes Papier und in dem Fall fand ich beim Querlesen, was uns vorliegt, das gut und geeignet. Wir hätten dann natürlich da nochmal was korrigieren können. Aber besser, wir haben das, als dass wir nichts haben. Für die Sache sonst werden wir uns hier nächste Woche überlegen, können wir denn auf so einem Antrag mit drauf von Leuten, die mit, und ich wiederhole das gerne, rechtspopulistischen CSU koalieren. Dietmar. Danke. Wer überarbeitet den Antrag noch? Alle oder im PET? Oder wer macht das? Weil ich kann diesem Antrag nicht zustimmen. Ich würde diesen Antrag so nicht einreichen. Weil dieser Antrag spricht an mehreren Stellen von Extremismus und extremistischen Attentätern. Und ganz ehrlich, wer sich mit dem Extremismusbegriff einmal auseinandergesetzt hat, muss feststellen, vor dem Hintergrund der Attentate, die es gegeben hat, dass Extremismus hier nicht wirklich passt. Es ist Terrorismus und nicht Extremismus. Extremismus bezeichnet politische Randerscheinungen, die in ihrer Zielrichtung, sei es rechts oder links oder wo auch immer hin, orientierend eben
extrem sind, eben sehr stark fokussiert auf bestimmte Zielsetzungen. Das kann jetzt hier nicht ernstlich gemeint sein. Von daher würde ich darum bitten, dass alle Begriffe, die hier mit Extremismus versehen sind, noch einmal der näheren Überarbeitung zugeführt werden. So kann ich das jedenfalls nicht zustimmen. Tut mir furchtbar leid, weil es sind keine extremistischen Anschläge gewesen. Ja, das mit dem Extremismus, man kann es nämlich einfach auf den Punkt bringen. Extremismus damit, und das ist auch ganz klar schon festgestellt worden, damit muss eine Demokratie leben können. Ja. Nicht mit Radikalismus. Und da ist zum Beispiel genau der Unterschied. Ja? Extremisten ist eine Sache, das ist legitim, extrem zu sein. Es ist nicht legitim, radikal zu sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich mache folgenden Verfahrensvorschlag. Wir stimmen jetzt nicht über diesen Antrag ab, sondern kippen ihn tatsächlich in ein Pad, schicken den Link dazu rum. Die nationale Identität wird durch kulturelle ersetzt und der Extremismus durch Terrorismus. Und dann am Ende machen wir eine Deadline, die von mir aus, ich sage jetzt mal, Donnerstag 10 Uhr ist. Und danach machen wir einen Umlaufbeschluss über den so geänderten Text. Ja, die Frage ist, ob da nicht 10 andere Änderungen auch noch kommen. Deswegen sollen... Egal. Findet dieses Verfahren eure Zustimmung oder ist jemand dagegen? Wenn jemand dagegen ist, möge er sich jetzt melden. Das ist nicht der Fall. Möchte sich jemand dabei enthalten? Haha. Gut. Dann machen wir das so. Das war das. Ja. Wir haben einen Antrag ohne Antragsteller, ohne pünktliche Einreichung, ohne alles. Ich habe ihn nicht gesehen. Es mag sein, dass er jetzt rumgeschickt wurde. Das PGF-Büro wusste bis vorhin nichts von diesem Antrag. Ich weiß nicht, was wir... Nein. Ja, Lukas darf dazu natürlich was sagen. Schade, dass der Grampi nicht da ist. Also wie der Antrag entstanden ist und was es damit auf sich hat. Wir haben gestern im Kernarbeitskreis Digitales zwei Referenten damit beauftragt, eine Dringlichkeitsanfrage oder aktuelle Viertelstunde im Ausschuss zu diesem Thema zu machen, weil erst gestern Nachmittag quasi die Entscheidung der Bundesnetzagentur in Verbindung mit der Telekom, Vectoring, Nahbereichpläne und so weiter dann halt entsprechend verkündet worden sind. Das heißt, es ist etwas Tagesaktuelle. Wie Linus gestern in seiner Spätabends-E-Mails schrieb, hat er das nochmal geprüft und sieht keine Möglichkeit, das halt entsprechend tagesaktuell in Wirtschaftsausschuss zu bringen und schlägt deswegen vor, das in Antragsform zu bringen. Der Antrag wäre wichtig, weil es eigentlich die logische Konsequenz unserer bisherigen Vorgehensweise ist, nämlich der Kritik an den Kupferausbauplänen und mehr Glasfaser. Und sowieso ist es so, dass mit dieser Entscheidung der Bundesnetzagentur halt quasi ein wieder Monopol für die Telekom geschaffen wird. Das heißt, die Telekom schließt aktiv Mitbewerber und Konkurrenten aus, indem sie auf eine Technik setzt, die andere halt nicht machen können und verschafft sich so halt wieder Monopol. Und ich finde, wir sollten schon entsprechend was dazu machen und eben Linus schlägt richtigerweise das einzig Mögliche vor, nämlich einen Antrag. Und es ging halt nicht schneller, weil es gestern aufgeploppt ist. Das ist die ganze Geschichte. Ich würde das als Antragsteller federführend übernehmen. Ich kann auch dazu im Plenum reden. Und da ist er ja. Ich habe gerade Dinge gesprochen. Du kannst ja nochmal wiederholen. Also wenn ihr Fragen habt, Linus ist jetzt auch da. Aber das ist halt schon eine sinnvolle Sache. Also meine Meinung dazu. Auch wenn wir da tatsächlich, da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich unsere eigens vorgesehene Vorgehensweise und Regelung nicht einhalten haben können. Insofern ist es okay, für mich nachvollziehbar, wenn wir uns da an die Regeln halten, sagen wir lassen diesen Antrag nicht zu. Es wäre aber natürlich unglaublich schade. Also ich glaube, Linus möchte was dazu sagen. Ansonsten würde ich direkt kurz noch was zur Vorgehensweise sagen und dann die drei, ich habe euch gesehen, Redebeiträge dran nehmen.
Ich würde das jetzt nicht abstimmen lassen. Also ich habe diesen Antrag noch nie gesehen. Ich würde das bitte dann im Umlauf beschließen lassen, damit man sich überhaupt angucken kann, worum es geht. Aber Linus. Genau, also Sachlage war... genau, also der Entschluss ist ja gestern Nachmittag kommuniziert worden von der Bundesnetzagentur. Es ist ein Regulierungsentwurf, das heißt, ne, der Beschluss wird jetzt noch nicht gefällt, aber trotzdem ist es natürlich super, wenn wir das so ein Ding sofort spielen. Da es gestern Nachmittag erst kommuniziert wurde nach draußen, davor war es offiziell geheim, ob es überhaupt drankommt in einer Bundesnetzagentur. Deswegen konnte man sich nicht wirklich darauf vorbereiten, konnten wir erst gestern Nachmittag darauf reagieren. Ich habe das gestern Abend dann noch schnell fertig gemacht, weil aus meiner Sicht, es ist ein sehr komplizierter Gegenstand, 230 Seiten, den muss man aber nicht im Detail verstanden haben, weil es hier um eine Monopolbildung geht, es geht um Vectoring, wogegen wir uns immer schon klar ausgesprochen haben. Die entsprechenden Anträge Glasfaser sind ja auch schon auch im Plenum bespielt worden und sind auch gerade drin. Deswegen habe ich das hier auf den Punkt gebracht, ein paar Details genannt, aber ansonsten eigentlich unseren politischen Willen formuliert, dass so eine Monopolbildung mit dem Vectoring, dass wir uns dagegen aussprechen. Ja. Natürlich ist es immer so ein Graubereich, die Bundesnetzagentur möchte da einen Kompromiss gefunden haben etc., aber die Konkurrenten der Telekom haben sich auch schon kritisch dazu geäußert. Das ist eine der großen politischen Grundsatzdiskussionen im letzten halben Jahr gewesen. Alle laufen Sturm gegen dieses Urteil der Bundesnetzagentur, jetzt den Wettbewerb einzuschränken, und aus meiner Sicht ist es ein gutes Zeichen, hier so vorzugehen, sich so hier positionieren. Frank Dietmar Olli. Ich wollte den Antrag unterstützen. Wir haben gestern darüber gesprochen. Die Fachpresse und aber selbst Spiegel reagiert da auch drauf. Selbst, also ich wollte jetzt nicht Spiegel mit Fachpresse gleichsetzen, Entschuldigung. Ja, vielen Dank, dass das so schnell funktioniert hat. Ich habe das Update jetzt gelesen. Du hast in dem Beschlussteil noch was geändert, was ich jetzt sonst angemerkt hätte, mit dem unter andere und andere Unternehmen. Ich würde sogar, auch wenn es natürlich nicht viel Wert hat, noch einen dritten Punkt dazu setzen wollen, nämlich die Landesregierung soll Kommunen unterstützen, ein eigenes Netz aufzubauen, also irgendwie sowas in der Art, dass man diesen Punkt auch nochmal drin hat, den wir in den ganzen Anhörungen hier immer gespielt haben, dass Kommunen eigene Netze aufbauen, sondern Glasfasernetze. Muss aber jetzt auch nicht sein. Ja, ich finde, es wäre sehr gut, wenn wir da zu einer Abstimmung kommen, auf welchem Weg auch immer, mit 5 Minuten Pause oder so, die Fachabgeordneten sagen, soweit ich das bis jetzt mitkriege, alle go und gut. Und es ist ein aktuelles politisches Thema. Wenn wir das nicht geregelt haben, dass wir so etwas hier als Antrag noch einbringen können, dann müssen wir das nachträglich regeln, weil das gibt Notwendigkeiten, wo wir so schnell sein müssen. Und hier können wir schnell sein. Und ja, ich würde mich dafür aussprechen. Dietmar Olli, ich. Ja, auch ich unterstütze diesen Antrag selbstverständlich. Könnte gar nicht anders sein. Ich habe ihn also gelesen, abgesehen davon, dass ich in Ziffer 1 des Beschlusstextes den zweiten Satz besser in den Begründungsteil nehmen würde, weil es eine Feststellung ist und keine Aufforderung oder eher eine Begründung für die Aufforderung. Wenn wir das würden, mal sicherlich hinkriegen, denke ich mal. Ansonsten ist er ausgezeichnet als Vater, so bezeichne ich das jetzt mal, eines Teils des Wahlprogramms, nämlich des Punktes Beseitigung von Monopolen und Oligopolen, stehe ich selbstverständlich volles Rohr hinter diesem Antrag, denn weil er im Prinzip unser Wahlprogramm 1:1 wiedergibt. Olli. Wir haben gestern, wie ja gesagt wurde, in den Kernarbeitskreisen, und zwar in den letzten beiden, festgestellt, dass das Thema gerade aktuell aufpoppt, sozusagen zack, in unsere Kernarbeitskreise hinein. Die Kernarbeitskreise sind ja genau dafür da, um an auch sowas zu besprechen, und sind ja auch dafür da, um Anträge vorzubereiten, haben ja sogar ein Initiativrecht. Ich würde das jetzt alles nicht sagen, wenn jetzt nicht Zweifel daran bestände, dass dieser Antrag fristgerecht eingereicht wurde. Es ist eine aktuelle Sache, die eben erst gestern auf,
auftauchte. Es ist nicht so, dass wir das hätten nicht letzte Woche machen können. Ich verstehe deshalb nicht, wie wir uns fragen können, ob wir denn jetzt den Antrag einreichen können. Umlaufbeschluss ist natürlich Quark, weil dann ist er nicht mehr rechtzeitig da. Es macht keinen Sinn, den nicht einzureichen. Ich weiß nicht, wenn da mehr Begründungen sein soll, denke ich mir noch ein paar aus. Sinnvolle natürlich. Alle in den letzten beiden Kernarbeitskreisen Anwesenden fanden es sehr notwendig, sofort zu reagieren. Die einzige Sache war, dass es ein paar Ideen gab, wie man reagieren konnte. PM hieß es, ist jetzt eh zu spät, gestern um 16 Uhr eine PM noch rauszuschicken, wäre zu spät. Die Artikel wären alle schon in der Pipeline. Insofern ist natürlich ein Antrag, ist das, was wir am geschicktesten und intelligentesten hier in unserer Position tun können, weil mit einer PM kriegen wir momentan nichts gebacken, weil wir zu unwichtig sind und nicht genug Relevanz haben. Einen Antrag in einem Landtag stellen können wir allerdings nur wir gerade heute. Insofern ist das, was wir hier tun können, was am intelligentesten ist an der Stelle. Wir haben den Antrag gestern Abend bekommen. Ich hatte die gleiche Anmerkung wie Dietmar, dass dieser eine Satz in der ersten Dings eigentlich in eine Feststellung gehört. Landtag stellt fest, aber ist auch egal, es kann von mir aus auch da so stehen, wie auch immer. Ich würde jetzt auch vorschlagen, dass wir den nach der Pause direkt abstimmen. Dann kann ihn ja jeder auch nochmal lesen. Gut, ich ziehe meine Wortmeldung zurück. Gibt es weitere Wortmeldungen von Tose habe ich noch eine gesehen. Ja, ich glaube, bei den ganzen Wortbeiträgen hatte jetzt jeder genug Gelegenheit, das Ding auswendig zu lernen. Ich beantrage sofortige Abstimmung. Nee, leider nicht. Ja. Toso, nee. Wie soll ich den so schnell durchlesen? Gut, dann machen wir jetzt einfach die Pause, damit ihr in Ruhe rauchen könnt. 10 Minuten, weil das realistisch ist. Und wir sehen uns um 10 nach wieder hier. Realistisch ist 15:15 oder 20:20, ich weiß, aber wir sind um 10 nach bitte wieder hier. Danke. Ja, richtig. So, da sind wir wieder. Vectoring-Antrag. Hat jetzt jeder diesen Antrag gelesen und fühlt sich zustimmungsfähig oder haben sich weitere Fragen ergeben? Stelle ich eine Frage. Ich habe den Antrag inzwischen gelesen, ja tatsächlich. Dann habe ich eine Frage und zwar tatsächlich nochmal zu diesem zweiten Satz. Ihr Beschlussteil, für mich liest er sich so, als wenn das eigentlich ein zweiter Punkt sein sollte. Ist das so? Ist das nicht so? Sieht das jemand ähnlich? Es wurde ja gerade schon über diesen zweiten Satz im Beschlussteil geredet. Ich hatte ihn jetzt auch von Dietmar in der Landtagsstelle fest hochgezogen. Okay, wenn das der Wunsch von anderen war, dann war es so. Gut, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das nicht der Fall, ist jemand dagegen, diesen Antrag einzureichen? Das ist nicht der Fall, möchte sich jemand enthalten? Auch nicht der Fall, dann ist das einstimmig. So beschlossen. Wer ist Antragsteller? Alle zeigen auf Lukas. Lukas ist Antragsteller. Über das Verfahren reden wir nächste Woche. Und über den Block auch. Der Dietmar als Papa möchte auch mitmachen. Ach ja, Verfahren. Genau, Verfahren machen wir jetzt, aber... Was den weiteren Beratungsverlauf auch mit der Bundesnetzagentur, die Konsultationen dergleichen angeht, es macht Sinn, diesen Antrag nicht direkt abzustimmen, sondern ihn tatsächlich in den Ausschuss überweisen zu lassen. Ja. Gut, dann machen wir das so. Da können wir das Thema im Übrigen auch noch eben schön weiter bespielen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ausschussüberweisung, Block 1. Also Wirtschaft auf alle Fälle? Ja. Nee, hat total gar nichts mit NRW zu tun, logisch.
Wir haben da auch den CDU-Antrag im Kommunen, den neuen, ne? Würde ich das vielleicht daran angleichen? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Wenn ihr Lust drauf habt, kann man kommunal machen. Man kann sogar Kulturmedien, ne? Aber es ist halt die Frage, ob das für die Leute da gerade Sinn macht. Also Wirtschaft auf jeden Fall der Hauptausschuss, da wird es jedenfalls hier im Landtag vorsätzlich oder hauptsächlich behandelt. Alles andere ist optional, aber ich spreche nichts dagegen. Wie Frank schon anregte, würde ich den auch gerne im Kommunalausschuss behandelt sehen. Diesen einen Satz noch dazu packen, also so ein Punkt 3, also die Kommunen zu sensibilisieren oder wie auch immer, eigene Netze zu schaffen, irgendwie sowas. Der Landtag fordert die Landesregierung auf. Du weißt, was ich meine, ne? Also wir hatten so eine Forderung schon mal, vielleicht kann man die einfach copy-pasten da rein, dass sie eigene Glasfasernetze aufbauen. Ja. Das ist ja auch ein Weg weg vom Vectoring-Monopol und Glasfaserstrategie ist ja auch, dazu gehört ja auch, dass die Kommunen eigene Netze schaffen. Wenn dir das zu weit weg ist von dem Rest des Antrags, wobei du schreibst ja hier auch, Glasfaserausbau hauptsächlich von alternativen lokalen bzw. regionalen Betreibern vorangetrieben, würde das unterstützen. Wenn dir das zu weit weg ist, dann lass mal es weg. Wenn du damit dir das vorstellen kannst, das mit reinzunehmen, würde ich anregen, diesen Punkt da aufzunehmen. Wir haben also einen Antrag, der unsere Breitbandstrategie darlegt, ne? Dass wir eine Glasfaserstrategie fordern, ist gerade im Plenum gewesen, ist jetzt in einem Fachausschuss und da listen wir alles eins zu eins auf. Von daher sind unsere Forderungen derzeit im Landtag. Ja. Gut. Das muss man wissen. Danke, Linus. Ja. Danke, Linus. Willkommen zum nächsten Punkt. Umlaufbeschlüsse. Ich glaube, da sagt der Grumpy jetzt mal was zu. Also über den Antrag Willkommen NRW für neue Schülerinnen und Schüler haben wir schon geredet, deswegen gehe ich darüber hinweg. Nur zur Info. Grumpy, Umlaufbeschlüsse. So, das sind einmal die gesamten Umlaufbeschlüsse von vergangener Woche. Inklusive eines Umlaufbeschlusses zum Bereich Haushalt, was wir auch gestern in den KAKs noch diskutiert haben. Der auch positiv beschieden wurde, der eine, der andere halt nicht. Das heißt, wir haben da entsprechend gestern auch in den KAKs über einen Entschließungsantrag gesprochen. Und die Vorgehensweise, vielleicht möchtest du das kurz erläutern. Okay. Aus Gründen nicht. Genau, aus Gründen nicht. Das ist dann der Teil mit dem taktischen, im Nicht-Öffentlichen kurz für alle. Dann, wie gesagt, es waren eh all die Bekannten von der vergangenen Woche, die wir ja auch im Protokoll hatten. Und sie wurden alle, bis auf den einen, der konträr war, angenommen. Gibt es da noch Rückfragen zu? Sieht man. Rückfragen nicht, aber vielleicht im Zusammenhang, weil es ja im Zusammenhang steht mit dem Haushaltsberatungsverfahren, mit dem weiteren, der Hinweis, dass seit gestern Nachmittag nun auch das weitere parlamentarische Beratungsverfahren feststeht, nämlich, dass die Anhörung zur Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2016, die jetzt vor 2 Wochen gekommen ist, am übermorgen stattfindet, am 26. um 13.30 Uhr. Ursprünglich sollte es der 1. Dezember sein. Das hat man auf Intervention von Rot-Grün nunmehr geändert. Im Anschluss daran findet die normale, reguläre Haushalts- und Finanzausschusssitzung statt, die das auch im Rahmen des vierten Nachtragshaushalts vorgestellte Gesetzesänderungsverfahren findet dann auch nicht am 1. Dezember in der Anhörung statt, sondern dafür ist ein neuer Termin festgelegt auf den 10. Dezember des Jahres. Ansonsten bleibt es dabei, dass die zweite Lesung zum Haushalt am 2. Dezember im
Plenum stattfindet, laut der mir zurzeit bekannten Tagesordnung. Und die dritte Lesung dann in der zweiten Plenarsession Mitte, sprich 16. 17. Dezember. Danke, Dietmar. Frank? Dann verstehe ich das, glaube ich, jetzt so. Die Sachverständigen, die waren zum 1. Dezember geladen, sich zum 4. Nachtragshaushalt zu äußern und machen das jetzt zur Ergänzungsvorlage und die Anhörung vom 4. Nachtragshaushalt ist später oder so? Okay. Gut. Dann machen wir weiter mit Top 6 Ausschussumbesetzungen. Dazu gibt es ein Pad. Der Frank hat einen Antrag. Genau, weil es eben hieß, dass jetzt die Umbesetzungen beschlossen werden sollen. Ich würde anregen, nur die ordentlichen Mitglieder jetzt abzustimmen, da im Bereich der stellvertretenden Mitglieder Absprachen noch nicht getroffen worden sind, die da verzeichnet sind. Also da haben Leute noch nicht miteinander gesprochen, noch nicht sprechen können. Und die Stellvertretenden sind ja nicht so wichtig, jetzt nachzubesetzen. Also dass wir das einfach noch schieben, aber die Hauptbesetzungen, die ja schon klar sind und die wir auch bald möglichst, glaube ich, dem Landtag mitteilen sollten, dass wir die jetzt beschließen, würde ich anregen. Ja, danke für die Anregung. Ich möchte mich direkt dagegen aussprechen, weil es gibt vielleicht ein oder zwei von mir aus Vertretungen, was nicht abgesprochen wurde. Alle anderen sind abgesprochen. Jetzt generell keine Vertretung zu beschließen, ist einfach falsch. Ja. Bitte. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht darüber diskutieren. Ich finde, also, ich wollte auch nicht darüber diskutieren. Über den Antrag kann man natürlich diskutieren, klar. Über die Sache wollte ich jetzt gar nicht reden. Hier sind ein paar andere, hier hat sich Grumpy eingetragen oder ist eingetragen worden als stellvertretendes Mitglied bei mehreren Ausschüssen. Ich finde das eine sehr starke Belastung. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich würde da auch gerne. Es geht darum, dass hier offizielle Stellvertretungen jetzt eingetragen werden. Und ob das nötig ist? Bei welchem Ausschuss haben sich diejenigen noch nicht abgesprochen, ob und wer und überhaupt? Du hast gerade gesagt, es konnten Leute noch nicht miteinander reden. Welche Leute sind das? Es wurde zum Beispiel angeregt beim Verbraucher Dingenskirchen, dass ich mit Daniel spreche. Das hat noch nicht stattgefunden. Ging noch nicht. Das weiß ich jetzt von meiner Seite aus. Gut. Wenn das der eine ist, dann lassen wir diese Entscheidung noch offen. Gut, dann machen wir das so. Umbesetzung im A05. Hat irgendjemand etwas gegen die da vorgeschlagene Umbesetzung? Oder möchte sich enthalten? Der Frank möchte sich enthalten. Der Toso möchte sich auch enthalten. Hör, ist jetzt echt alles einzeln aufschreiben? Na dann. Also mal eine Anmerkung. Herr Toso möchte etwas sagen. Der Frank hat völlig recht. Das ist nicht abgesprochen. Also mit mir zum Beispiel gar nicht. Null. Das stimmt so nicht, überhaupt nicht. Eine Klausurtagung, wo ich andere Termine abarbeiten durfte. Ja, danke übrigens so ist für es. Die Information aus der Klausurtagung. Ach so, das Ergebnisprotokoll. Na dann. Gut. Gut, machen wir weiter mit A07. Gibt es da jemanden, der dagegen sein möchte? Möchte sich jemand enthalten?
auch da enthalten? Okay. Wo möchtest du jetzt gegen sein? Ja. Dann ändern Sie das bitte. Ist mir jetzt egal. Ausschussumsetzung A10. Gibt es da jemand, Klammer auf anderes, Klammer zu, der dagegen sein möchte, sich enthalten möchte? Enthaltung oder dagegen, Frank? Frank enthält sich bei A10. Ich nehme das so, wie es gesagt wurde. Ist mir auch egal jetzt. A12. Gibt es bei der Umbesetzung A12 jemanden, der dagegen sein möchte, außer Toso, der sich schon geäußert hat oder sich enthalten möchte? Nein, gibt es nicht. Gibt es beim A15 jemanden? Die Moni möchte was zu A15 sagen. Ja, ich möchte nur noch mal sagen, dass es so ist, dass das steht da zwar aber noch mal ganz deutlich, dass der Nico für Joachim die Stellvertretung genau macht. Birgit weiterhin Stellvertretung ist, derweil der Joachim zeitgleich im Wirtschaftsausschuss ist. Also da hat sich die Notwendigkeit ergeben. Nur das ist, finde ich, in dem PET nicht, wie du auch gesagt hast, nicht ganz klar, für wen und ne, wer geht dafür raus. Joachim. Deshalb sage ich das hier an dieser Stelle noch mal. Raus. Da steht Joachim raus. Ja, das steht nicht für. So, genau, statt Joachim, danke, wer auch immer das da hingeschrieben hat. Nett. So, gibt es jemanden, der dagegen ist oder sich enthalten möchte? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zum A16, Sportausschuss. Gibt es da jemanden, der dagegen ist oder sich enthalten möchte? Nein, auch nicht der Fall. Da ist noch ein Fragezeichen. Dietmar, darf ich kurz? Ja, bitte. Lukas bleibt weiterhin Obmann und ordentliches Mitglied. Ich gehe raus und für mich geht Stefan rein. Ich bleibe dann stellvertretendes Mitglied, weil ich ja jetzt noch Innen- und Flüchtlinge und so mache. Gut, dann schreiben wir das doch noch eben dahin, bitte. Da stand bis gerade ein Fragezeichen. Du hast. Gut, dann löschen wir diesen Satz. Zweite Stellvertreterin ist Moni, dann bleibt Dietmar, wie es war. Weil da stand ein Fragezeichen. Das ist jetzt weg, warum auch immer. Ach so, du hast das weg. Okay. Da stand ja ein Fragezeichen, weil das ein Abstimmungsdings war. Gut. Dann haben wir es jetzt so, ne? Lukas und Stefan als ordentliche, Simone und Dietmar als Stellvertreter. Korrekt? Gut. Ist jemand gegen diese Besetzung des A16 oder möchte sich enthalten? Ja, ich rufe dich nicht mehr auf, Toso. Ich habe das vernommen, dass du gegen alles bist. Also gegen alle Umsetzung. A17. Eine Anmerkung. Das wäre dann das, wir hatten ja gesagt, der Verbraucherschutz sollte Frank als stellvertretendes Mitglied mit rein, aber da ist ja mit Daniel noch nicht gesprochen worden. Das sollten wir dann vielleicht
schieben. Aber ich kann mir nicht vor, der war noch nicht einmal mit dem Ausschuss, kann mir nicht vorstellen, dass er sich darum reißt, weiter Stellvertreter zu bleiben. Aber klar, sprich mit ihm. Vielleicht kannst du mir eine Mail schreiben oder so. Gut, dann geht es jetzt beim A17 nur um die Besetzung der ordentlichen Mitglieder. Dann brauchen wir da nicht abstimmen. Dann stimmen wir über den A17 beim nächsten Mal ab. Dann jetzt der A18. Und der A18.1, die gehören logisch zusammen, da ist auch alles zu abgesprochen. Olli? Ja, das ist auch alles so abgesprochen und es wird nicht mehr lange der Zustand andauern, dass Kai dann da nicht da ist. Stellvertretung A18.1. Deswegen machen wir es offiziell, genau. Gut, gibt es zu dieser Umbesetzung A18.1 jemanden, der dagegen ist oder sich enthalten möchte? Eine Enthaltung von Dietmar. Dann haben wir eine Gremienumbesetzung, nämlich bei NRW Invest gibt es einen Sitz im Aufsichtsrat mit einem zeitlichen Aufwand von ca. 36 Stunden im Jahr. Da steht eine Anmerkung, Prüfung von Gerhard. Da möchte Herr Grumpy was zu sagen. Genau, das war das, was ich vergangene Woche im nicht öffentlichen Teil erwähnt hatte. Wir können das jetzt abstimmen, müssen das aber nicht. Die nächste Sitzung ist erst Anfang Dezember. Ich weiß. Und im Augenblick habe ich aber auch noch keine Bewerbung auf diesen Sitz vorliegen. Von daher würde ich diese Abstimmung auch noch schieben oder wir können darüber diskutieren, wer diesen Sitz machen wollen würde. Ist nur ein Vorschlag. Dann frage ich, gibt es jemanden, der sich für diesen Aufsichtsratsposten bewerben möchte? Also ähnlich wie vorhin. Natürlich. Der Dietmar. Ja. Wir hatten jetzt beim Besuch des Kommunalausschusses in Chicago und Detroit Kontakte zu NRW Invest. Ich würde mir das gerne mal angucken. Was da geht, habe ich jetzt nicht gemacht für heute. Okay, das ist ein Bitte schieben. Ja. Ich würde mich dafür aussprechen, es zu schieben. Aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt, auch wenn wir das scheinbar damals so gesehen haben, eine Wirtschaftssache, sondern eher fast eine Europasache. Und ich würde es ungern ohne Nico und Joachim entscheiden, zumal ja Joachim jetzt sogar in beiden Ausschüssen wäre. Einfach fairer halber das schieben. Frank? Ja, ich würde auf jeden Fall, danke noch für die Anmerkung, auf jeden Fall anregen, dass sich die Interessierten und auch fachlich Betroffenen zusammensetzen und eine gemeinsame Lösung finden und gemeinsam einen Vorschlag machen. Dietmar. Das ist immer ein schöner Vorschlag. Ne? Also. Gut. Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir schieben oder. Nee, sich enthalten wir, geht nicht. Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir das jetzt nochmal schieben um eine Woche? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann machen wir das so, schieben das jetzt um eine Woche. Wer schreibt was? Sprecher für Netzpolitik, auch Netzpolitik, Fragezeichen. Okay. Fraktionsrollen ist das nächste. Der Lukas möchte was zum ersten Punkt sagen. Genau, zum dem mit dem Netzpolitik. Wir haben uns auf der Klausur darüber unterhalten, dass wir das mit Medien- und Kulturpolitik machen, also die beiden Fachbereiche ordinär, die zum Ausschuss gehören, dass ich die dann halt übernehmen werde und da auch die Sprecherrollen mache. Wir haben uns nicht
über die Rolle des Sprechers für Netzpolitik unterhalten. Ich weiß, Daniel Schwert hatte diesen Titel, hatte diese Rolle. Ich habe mich aber auch mal mit Grampi darüber unterhalten, ob wir tatsächlich diese Rolle brauchen und wie wir sie ausgestalten. So, weil wir hatten mal so auch mal die Idee, dass eigentlich jeder von uns so ein bisschen irgendwie in seinem Fachbereich netzpolitischer Sprecher sein sollte. Insofern, wie gesagt, das war nicht Bestandteil der Klausur und ich gebe einfach mal zur Diskussion, müssen wir auch nicht heute entscheiden, ob wir und in welcher Form wir das mit dieser Netzpolitik machen und besetzen sollen. Dann würde ich Olli dran nehmen. Knapp dann. Auch Netzpolitik hatte ich dahinter geschrieben, weil wir hatten das tatsächlich auf der Klausurtagung nicht weiter erörtert. Ich hatte vorher schon mal den Vorschlag gemacht, den netzpolitischen Sprecher abzuschaffen, weil wir ja gerade jetzt durch die Ausrichtung, wir haben ja jetzt auch einen netzpolitischen Referenten zwar, aber wir wollten ja eigentlich das übergreifend machen, nicht nur einem Abgeordneten zuordnen. Wenn jetzt von außen Anfragen kommen, wer ist denn bei euch netzpolitischer Sprecher? Alle. Dann kann man entweder fragen, ja, worum geht es denn? Netzpolitik ist alles und nichts. Aber man kann ansonsten auch den Fraktionsvorsitzenden vorschicken. Ich stelle Antrag auf sofort. Ich meine zwar, dass Herr Lukas natürlich geeignet wäre, würde es aber absichtlich. Absichtlich und mit voller Absicht nicht als netzpolitischen Sprecher bestimmen. Dima, du hast dich gemeldet. Gut, dann Simone, dann Toso. Ich bin dagegen, dass wir keinen netzpolitischen Sprecher haben. Also ich finde, wenn irgendeine Partei einen netzpolitischen Sprecher haben sollte, dann die Piratenpartei. Und das mit dem, dass wir das jetzt alles übergreifend machen und so, das ist toll, wenn wir das leben und wenn wir das politisch leben, aber das versteht doch da draußen wieder keiner. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall einen netzpolitischen Sprecher. Wenn ich wäre, wenn ich wir, dann wer? Also bitte. Der Toso. Das, was Simone sagt, plus die Anmerkung, wenn es alle machen, macht es im Endeffekt keiner. Lebensweisheit Nummer 5. Und der Dietmar. Gut. Hat sonst noch irgendjemand einen Wortbeitrag? Dann müssten wir jetzt erstmal kommen zu der Abstimmung Lukas, Sprecher für Medien- und Kulturpolitik. Wenn jemand dagegen ist, dass wir das so machen, dann möge er sich jetzt melden oder sich enthalten. Erstmal geht es nur um Lukas, Sprecher für Medien- und Kulturpolitik. Nein, wenn jemand dagegen ist oder sich enthalten möchte, habe ich was anders gesagt? Entschuldigung. Gut, ich stelle fest, das ist nicht der Fall, außer entsprechend Toso wie eingetragen. Dann reden wir noch über Simone, Sprecherin für Flüchtlingspolitik und Integration. Auch das. Frank. Ich kann das ja nur kurz erklären, nicht, dass das hier irgendwie überraschend kommt. Das war ja auch ein Ergebnis auf der Klausur. Was wir auch schon vorher mal gesagt hatten, dass wir die Flüchtlingspolitik und die, dass wir die eher als Integration sehen und im Integrationsausschuss behandelt sehen hauptsächlich. Und ja, dann sind wir halt übereingekommen, dass die Punkte auch, was die Sprecherfunktion angeht, in einer Rolle vereint werden. Und das macht gerne Simone. Dazu weitere Anmerkungen, Fragen?
Kommen wir zur Abstimmung. Ist jemand außer Toso dagegen? Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Nächster Punkt, Stefan als sportpolitischer Sprecher. Da habe ich zwei Wortmeldungen von Simone und Moni. Ja, sagt es genau. Ja. Wolltest du das nicht weiter behalten, Lukas? Also wir haben, glaube ich, nicht über die Variante gesprochen, dass, zumal du ja auch Obmann bist und überhaupt so. Das hat keinen Sinn. Ja, also weil Stefan muss sich auch erstmal. Hätte auf eine Meldung von Lukas gewartet, aber Lukas wird jetzt gezwungen zu reden. Ich würde, wie soll ich das ausdrücken? Ich würde, glaube ich, auch für Stefan, schade, dass er heute nicht da ist, dem einfach die Möglichkeit geben, dass er ein bisschen Zeit hat, sich im Ausschuss zurechtzufinden und sich dort einzuleben. Und wenn wir dann halt auch das Gefühl haben, dass das klappt und er ist da halt zu Hause in seinem Thema, dann kann er gerne auch dieses Thema dann nach außen vertreten. Ich würde jetzt, unabhängig jetzt irgendwie von der Person oder von diesem Themenbereich oder Ausschuss, ich würde keinen zum Sprecher hier machen, der gerade ganz neu einen Ausschuss übernommen hat. Mir wird gerade gesagt, das war anscheinend ein Copy-Paste-Fehler. Wir hatten ja ursprünglich halt, da war mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe es oben überall korrigiert gehabt und habe es unten am Ende des Pads vergessen zu korrigieren. Gott, dann hat sich das erledigt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Brauchen wir den Titel netzpolitischer Sprecher, netzpolitische Sprecher? Nein, tun wir nicht. Frank schüttelt den Kopf. Ja. Ich würde einen Antrag stellen, weil da stand halt ein Eintrag im Pad mit Fragezeichen. Also wir können vielleicht ein Meinungsbild jetzt machen und dann sollten wir uns das mal überlegen. Wir haben hier Gremien und so weiter, dass wir darüber sprechen. Es gibt auch keine Kandidaten. Ich finde es jetzt Quatsch, eine Kandidaten. Es geht ja nicht um Kandidaten, es geht erstmal um die Frage, ob überhaupt. Der Olli hatte eine Meinung. Das sage ich ja. Ein Meinungsbild können wir ja machen dazu. Wir können das auch abstimmen. Das wäre mein Vorschlag. Und den Rest, was da steht mit Kandidaturen, jetzt nicht machen, nicht weiter mitziehen. Also Herr Frank möchte ein Meinungsbild. Ich stelle dann den Antrag. Möchtest du dann immer noch das Meinungsbild haben? Gut. Die Frage ist, brauchen wir den Titel netzpolitischer Sprecher, Sprecherin? Wir hatten gerade die Diskussion, es gab Stimmen dafür, es gab Stimmen dagegen. So rum, dafür, dagegen. Also. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Wir sind noch beschlussfähig. Alles gut. Der Dietmar ist gegangen, wir sind einer weniger. Laut Satzung muss ich das sagen. Gut, dann stimmen wir jetzt darüber ab. Brauchen wir den Titel netzpolitischer Sprecher? Wer dafür ist, dass wir einen netzpolitischen Sprecher, eine netzpolitische Sprecherin bestimmen, der möge sich jetzt melden. Simone, Moni, Toso hast du übrigens. Der ist jetzt mal dafür. Gegen der Vorlage, sehr gut. Genau, da muss noch raus. Der Frank. Der Dirk, der Grumpy. Ist gut gemacht? Sehr gut. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir den Stream bespaßen müssen. Während der Abstimmung ist es immer so ruhig. Deswegen muss ich jetzt Namen vorlesen. Wer ist dagegen, dass wir einen netzpolitischen Sprecher bestimmen? Der Oliver. Wer enthält sich? Der Michele. Guck mal, da sind noch zwei. Der Olaf. Und der Lukas. Also bestimmen wir einen netzpolitischen Sprecher. Gibt es dafür Kandidaten? Genau, wollte ich gerade sagen, das war jetzt auch meine Sorge. Also naja, wir müssen ihn nicht heute bestimmen. Bis jetzt haben wir nur gesagt, wir wollen einen. Wir haben nicht gesagt, dass wir heute einen bestimmen müssen. Das möchte ich nur kurz feststellen. Kandidatur, nicht Wahl. Der Olli kandidiert. Oder doch nicht? Oder doch? Gut, dann gibt es den Olli, der dafür zur Verfügung stehen möchte. Gibt es noch jemanden? Lukas hat seinen Denkerstern. Ich warte da noch ein paar Sekunden. Ich hatte es ursprünglich eingetragen. Wir können das auch gerne schieben, sagt der Olli.
Gut, dann machen wir das doch so. Dann, gut, wir haben jetzt entschieden, dass wir das wollen. Wir brauchen noch eine Aussprache dazu und schieben das auf nächste Woche. Ich habe wundersame Stiftvermehrung hier. Der eine war deiner, ne? Sehr gut. Gut, dann machen wir das so, dass wir das auf nächste Woche schieben. Weiter geht es. Die Wahlkreise von Daniel Schwert müssen verteilt werden für die offizielle Auflistung. Jetzt füllen möglichst viele Leute schon mal ein paar Wahlkreise aus. Das finde ich gut. Ja, möglichst viele. Guck, da zwei. Wenn wir jetzt so weitermachen. Ja, aber ist egal. Es geht jetzt konkret um die, die da stehen. Der Olli. Wir haben ja Lücken in rein Erftkreis waren wir ja schon auf der Klausurtagung sozusagen, die Bewerbung, und niemand hat wem widersprochen da. Wir haben natürlich Lücken, dummerweise. Rhein-Sieg-Kreis hat sich jetzt nur Joachim eingetragen, aber in Köln und Leverkusen unter anderem. Und dort, zumindest für Köln, hatten sich ja gleich mehrere Leute interessiert. Deshalb bin ich nicht sicher, ob wir das heute hier auseinanderkriegen, weil einige Leute nicht da sind. Ich hatte auch gesagt, Köln, ja, habe ich Kontakt, warum nicht? Aber Joachim, glaube ich, wollte sehr gerne. Und wir haben Stefan Fricke ja eigentlich in Köln als Abgeordneten. Deshalb könnten wir jetzt zwar Joachim da reinsetzen, aber Stefan ist ja nicht da. Neuester sind okay. Also ich, also Düsseldorfer darf man natürlich nicht sein, wenn man einen Kölner Wahlkreis hat, ne? Olli, das tut mir leid, du bist also raus. Das geht nicht. Kann ich voll und ganz unterstützen. Also Köln läuft ja von alleine, das in Anführungszeichen, da ist es relativ wenig Aufwand, tatsächlich die anderen Kreise zu besuchen, zu beleben, macht etwas mehr Aufwand, hat etwas mehr Aufwand nach sich gezieht. Ach, ihr wisst, was ich sagen will. Ja, gibt es denn von diesen Wahlkreisen, nee. Also es gibt einige, die kandidiert haben zu diesen Wahlkreisen, die jetzt auch nicht hier sind, die sich nicht äußern können. Das ist jetzt nicht wirklich eine dringende Frage. Mein Vorschlag, wir schieben das einfach nochmal eine Woche ohne Votum und gucken, wer nächste Woche da ist und sich zu dem Thema äußern kann, will und was für Gespräche innerhalb der Woche stattfinden. Frank Toso. Nee, wenn wir das verschieben, ist gut. Ich habe mich in dem Wahlkreis-Pad schon eingetragen. Jetzt steht, also zu Bonn zum Beispiel. Jetzt hat Grumpy sich hier zu Bonn eingetragen. Da müssen wir dann mal einfach besprechen, wie die Interessenslage ist. Toso. Ich möchte auch empfehlen, dass diejenigen, die sich für einen Wahlkreis interessieren, sich vielleicht auch mit den Piraten vor Ort einmal kurz schließen. Das ist sinnvoll. Gut, dann. Ja, derweil ich jetzt mehrmals im Rhein-Erft-Kreis war und die mich auch gefragt haben, es geht tatsächlich auch so ein bisschen darum zu gucken, was an Einladungen kommt. Können wir das vormelden oder ist es besser, das nachzumelden? Ich möchte nur daran erinnern, dass mein letzter Aufschlag, der erste Aufschlag zu diesem Thema, dass ich das gerne geändert hätte, der ist, glaube ich, aus Mai. Also jetzt haben wir fast Dezember und wenn wir das jetzt wieder auf nächste Woche verschieben, wir werden es wieder verschieben und dann ist irgendwann Frühjahr. Insofern würde ich bitten, da irgendwie langsam mal zu Potte zu kommen. Also oder einfach diese eine Sache vorzumelden, diese Änderung. Da. Also wenn wir das jetzt schieben, Moni, ist das letzte Warnung, wir stimmen das nächste Woche ab. Weil wir haben dazu ja schon Meldungen im Pad. Dann übertragen wir die für nächste Woche in die Auflistung auch in dieses Pad, beziehungsweise zur Not gehen wir ins Wahlkreis-Pad und machen das hier live in der Sitzung, suchen die Leute raus, besetzen die leeren Stellen. Nächste Woche wird das abgestimmt. Ist das in Ordnung? Ja, ich habe jetzt aber keine Lust für den einen Wahlkreis und dann nochmal für den anderen, den dritten, dann können wir das in einem Haufen machen. Und die eine Woche macht den Braten jetzt nicht fett. Also.
Gut, wir können jetzt maximal über den Rhein-Erft-Kreis abstimmen. Es haben sich alleine für Köln 4 verschiedene Leute eingetragen. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt einen Stammtisch. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Köln auf 4 Leute aufzuteilen. Gut. Whatever, wir schieben das jetzt um eine Woche. Reden wir immer noch über den Vorort? Weiter geht's. Anmerkungen. Nee, vergiss es. Das ist durch. Anmerkungen? Ab da ist Ende. Ah. Quellen, Korrekturen, Anmerkungen. Okay, danke. Das bitte ich ein bisschen zurück, damit ich weiß. Gut, dann kommen wir jetzt zu der FKJ-Sache von Olaf. Vor allem in den nicht öffentlichen Teil war eigentlich noch da, dass ich hier das besprechen wollte und eine Abstimmung von euch haben wollte, weil ich bin gestern nicht an Daniel rangekommen. Und dann war auch eben die ganze Zeit nicht klar, ob wir uns einig sind, weil es geht um eine Abstimmung jetzt im FKJ, beziehungsweise um Verhalten von uns im FKJ, beziehungsweise FKJ ist falsch. Ich sage das die ganze Zeit immer, das ist falsch, das ist die Enquete-Kommission, um die es geht. Damit hat sich's erledigt. Ich möchte euch jetzt nur trotzdem mal darüber informieren, weil mir ist es umgekehrt mal passiert, dass ich sogar außerhalb des Landtags auf ähnliche Situationen angesprochen worden bin und ich fand es eigentlich peinlich. Von daher, es geht darum, dass es eine Ausschussreise geben soll, die wir Blödsinn finden, fachlich falsch, inhaltlich falsch und auch völlig überzogen, dass man für 3 Tage nach Bozen fährt. Ja, genau, wieder Bozen, das war genau auch, das ist auch unsere Ansicht danach. Wir werden uns enthalten, das ist auf jeden Fall jetzt ein Querschlagen, die sind da ziemlich frustriert und sauer drüber, das ist jetzt nur die Sache. Ich hätte das hier eigentlich vorhin zur Abstimmung stellen wollen, wie die Fraktion dazu steht, ich hätte das hier ganz, ganz lange ausbreiten wollen, was jetzt gelaufen ist, warum, weshalb, weswegen, aber da ich jetzt nicht alleine mehr entscheiden und ich mir mit dem Daniel jetzt doch von gestern Nachmittag auf heute hin einig geworden sind, hat sich das so erledigt. Aber die Unterrichtung, dass da, wenn ihr darauf angesprochen werdet, könnte passieren. Okay, das zu dem Thema. Gibt es eine weitere Wortmeldung zu? Stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende des öffentlichen Teils angelangt. Nee, muss ich nur vor Abstimmung. So, dann kommen wir jetzt zum nicht öffentlichen Teil. Wiedersehen, Stream. Hallo, Stream. Ist der Stream schon wieder an? Ja. Juhu. Hallo, Stream. Da sind wir wieder. Also zumindest für die Aufzeichnung gilt, willkommen zurück. Ja. Für die Leute, die nicht schnell genug waren beim Ausmachen, die kriegen jetzt mit, dass wir einfach weiter streamen. Schlau. Wir haben natürlich einen Punkt nach hinten gestellt, die PowerPoint-Präsentation, und die machen wir natürlich im öffentlichen Teil und deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Hartmut. Ja, die PowerPoint-Präsentation ist das eine. Es geht darum, dass der Haushaltsplan 2015 noch verabschiedet werden muss. Also auch ein formal nicht ganz unwichtiger Beschluss. Wir können ganz schnell durch die Präsentation durchgehen. Die Finanzordnung kennt jeder. Das können wir wahrscheinlich auswendig. Da können wir gleich mal weitermachen, Jaroslav. Kannst du gleich das nächste Chart nehmen? Das ist also sozusagen eine überarbeitete Planung. Es gab schon eine Planung, die ist allerdings nicht verabschiedet worden. Und diese Planung setzt sich jetzt aus den Ist-Werten der Buchhaltung für die Monate Januar bis September zusammen. Der Rest ist sozusagen die Restplanung für dieses Jahr.
Und die Fraktion muss eben dieser Planung zustimmen. Ich habe das aufgeteilt. Es gibt einmal die Fraktionszuschüsse. Das ist das ganz ordentliche Geld, was wir bekommen. Darüber hinaus gibt es ja auch noch zusätzliche Quellen. Das ist der Grundbetrag. Dann gibt es, ich habe das in drei Stufen geteilt, weil wir ja ab Oktober da eine Veränderung zu verzeichnen haben, weil Daniel Schwerte die Fraktion verlassen hat. Es gibt einen Oppositionszuschlag. Wir haben also Jahreszuschüsse von 2 Millionen 37. Das ist das normale Geld, was die Fraktion bekommt. Vom Landtag. Hier habe ich jetzt unterteilt, das sind die Zuschüsse, wir bekommen ja noch darüber hinaus, neben dem ordentlichen Geld bekommen wir sozusagen für die Enquetes und für die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zweckgebundene Mittel, die im Wesentlichen die ausschließlich für Personalausgaben zu verwenden sind. Diese Auflistung ist deswegen wichtig, weil die am Ende etwas sagt zur Analyse der Rücklagen. Wir haben die Pauschalen aufgelistet, die Zuschüsse und die Differenz. Und im Jahre 2015 wird die Differenz ungefähr 167.000 Euro betragen. Das heißt, wir haben Zuschüsse von 744.000 bekommen. Wir werden Ausgaben in der Größenordnung von 576.000 haben. Die Differenz wird bei 167.000 wird die auflaufen. Das nächste. Ich habe hier jetzt mal, damit wir wissen, was praktisch insgesamt in diesem Bereich aufgelaufen ist, habe ich mal die Jahre 2016, 14, also 15, 14 und 13 zusammengeführt. Das heißt, nehmen wir die Vorjahre, dann wird zum Jahresende wird diese Differenz sich auf ungefähr 368.000 Euro belaufen. Die roten Zahlen sind Zahlen, da sind praktisch Personalkosten entstanden, obwohl es noch keine Mittel der Landtagsverwaltung gab. Das heißt, das sind Mittel, die seitens der Fraktion eingesetzt worden sind. Also aus den normalen laufenden Mitteln. Die nächste. Das ist jetzt noch mal ganz aktuell. Also was gibt es im Augenblick? Die Enquete Chemie war bis Mai 2015. Die Enquete Schuldenbremse bis 9 2015. Die können wir also vernachlässigen. Im Augenblick gibt es noch die Verfassungskommission, ÖPNV, Familienpolitik und Handwerk. Daraus ergibt sich im Augenblick eine monatliche Differenz, die dann recht steht. Also das sind Mittel, die dispositiv noch zur Verfügung stehen würden auf der Basis eines Monats. Bei den PURs, da unten BLB, WestLB und NSU, sieht man die Zahlen auch aufgeworfen. Es sind also jetzt im Augenblick Mittel als Differenz vorhanden in der Größenordnung von 12.000 Euro. Das nächste. So, das sind jetzt die Ist- und die Planansätze für 2015 und zwar ohne EKs und ohne Enquete-Einnahmen und ohne PUR. Für 2015 rechnen wir, die Einnahmen liegen ja fest, das sind die 2 Millionen 37, darauf hatte ich ja schon hingewiesen. Die Personalkosten werden bei ungefähr 1,6 Millionen Euro liegen. Die Sachausgaben unterteilt nach 5 Sparten liegen dann bei ungefähr 367.000. Wir haben dann eine Summe der Ausgaben insgesamt von rund 2 Millionen. Es wird ein Überschuss in der Größenordnung von ungefähr 72.000 Euro für dieses Jahr erwartet. So, hier habe ich jetzt nochmal aufgelistet über die einzelnen Jahre der eigentlich besondere Hinweis ist, für das Jahr 2015 ergeben sich aus dem ganz laufenden normalen Einnahmen- und Ausgabenströmen ergibt sich eine Differenz von 73.000. Die Differenz von 240.000 ergibt sich dann aus den 167.000 als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben bei den Enquete-Kommissionen und bei den PURs. Insgesamt wird sich die Rücklage am Ende des Jahres bei ungefähr 1.338.000 Euro belaufen. Nächstes. So, das ist jetzt die Analyse der Rücklagen. 1.338.000 sieht erstmal sehr viel aus. Davon sind allerdings zweckgebunden. Das heißt, das werden wir zurückführen müssen als Differenz für die Ausgaben und Einnahmen PUR und Enquete. Das sind 369.000. Laut Satzung müssen wir 10% der Jahreseinnahmen als eine Rückstellung bilden. Die sind sozusagen stehen auch nicht zur Verfügung. Das heißt, der Teil der Rücklagen, der für Verstärkungsmittel im laufenden Jahr, im nächsten Jahr zur Verfügung stehen würde, liegt also bei 691.000. Das ist, glaube ich, eine wichtige Größe. Es geht nicht um 1,3 Millionen, die wir irgendwo liegen haben, sondern um einen Betrag, der unter 700.000 liegt. Das ist nochmal der Stellenplan. Ich habe dort auf der einen Seite haben wir die Anzahl der Stelleninhaber aufgelistet. Wir haben also aufgeteilt auf den Bereich Administration, Referenten, Enquete und PUR, haben wir aktuell Stand 15.11. 44 Mitarbeiter.
Als Stellen ergeben sich 36,78. Diese komische Nachkommastelle ergibt sich aus der 15-Stunden-Stelle, die wir vor kurzem besetzt haben. Da kommt dann sowas bei raus, ist aber sehr exakt gerechnet. Wir haben zurzeit eine vakante Stelle im Referentenbereich. Das war's. Nochmal? Nee, danke. Herr Toso. Ja, erstmal Hartmut, vielen Dank. Ich fand es sehr übersichtlich gehalten und schön kurz, sodass man sich auch die ganze Zeit konzentrieren konnte. Gibt es das Ding online irgendwo? Also außer jetzt natürlich im Stream, aber das ist so... Das ist allen verschickt worden, aber wir können das auch online stellen. Das ist ja kein Problem. Überhaupt keins. Die Zahlen sind öffentlich zugänglich und stehen jeder Mann und jeder Frau zur Verfügung. Ja gut, gibt es weitere Fragen dazu? Gut, dann geht es jetzt um den Entwurf des Haushaltsplans. Ihr habt die Zahlen alle gesehen, der für 2015, der jetzt verabschiedet werden muss. Voll die wichtige Abstimmung. Trägst du das jetzt irgendwo ein? Ich gucke gerade, machen wir die Diskussion. Ach so. Ich stelle fest, dass wir im Moment nur 9 Leute sind. Und deswegen jetzt nicht abstimmen können. Es kommt so eine Wartemusik. Der Stream muss das jetzt ertragen. Ja, singen habe ich gestern Abend zu viel gemacht. Bitte? Das stimmt. Ja, der Stream muss jetzt das Warten ertragen. Im Video können wir das rausschneiden. Guckt überhaupt gerade jemand zu? Kannst du das irgendwie rausfinden? Ja. Oh ja, find mal raus. Wie viele Leute gucken sich jetzt Stille an? Hallo, hallo Danebot, hallo die anderen drei. Schön, dass ihr... hallo Jaroslav, hallo Danebot, hallo die anderen zwei. Schön, dass ihr noch da seid. Es wird jetzt langweilig, weil wir warten eigentlich nur auf Lukas. Oh, die Tür öffnet sich. Der Lukas kommt rein. Wer dafür ist, dass der Lukas jetzt diese Broschüre der Feuerwehr vorliest, laut und von ersten bis zum letzten Buchstaben, der möge sich jetzt melden. Oh nein, Leute. Okay. Mein letzter Trollantrag, der so abgestimmt wurde, ist egal. Ja, genau. Hat den Dritten Weltkrieg ausgelöst. So ähnlich, genau. So, gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Finanzordnung. Ich gucke nochmal. 2, 4, 6, 8, wir sind 10 Leute. Stell das hiermit fest. Wer dafür ist, den vorgelegten Haushaltsplan für 2015 so zu verabschieden, der möge sich jetzt bitte melden, wer dafür ist. Das ist einstimmig. Dann muss ich den Namen aber nicht vorlesen bei Einstimmigen. Nein? Oh, sehr gut, sehr gut. Das Stream auch nicht so langweilig. Der Lukas geht wieder zur Feuerwehr. Ja, tschüss. Sehr gut. Egal. Ja, dann bleiben. No jokes with names. Gut. Ja, dann haben wir den öffentlichen Teil jetzt aber tatsächlich abgearbeitet. Vorher waren es 73 Leute im Stream, jetzt sind es noch 2. Die Fortsetzung folgt. Die wahrscheinlich nur irgendwie nicht am Rechner waren oder so. Ach stimmt, die Referenten von SPD und CDU. Auch an euch schöne Grüße. Gut. Dann beende ich hiermit aber tatsächlich zum zweiten Mal und ganz hochoffiziös den öffentlichen Teil. Stream, auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche.